Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe noch etwas gefunden. Z1. Z01. Hier habe ich gerade Mottenmann eingesammelt. Hier war der drin. Ey, voll heftig. Voll krass. Ich würde mir ja gerne mal das Videomaterial dazu ansuchen. Voll übel. Voll übel. Und bevor es jetzt weitergeht, und zwar hier hinten war das, ich habe die Türen hier aufgemacht und da habe ich mich noch nicht ganz genau umgeguckt. Und zwar einmal, wo war das denn? Nee, ich glaube, das war hier drüben. Nee, wo war das denn jetzt? Ich war doch gerade eben hier. Dann war der... Welcher Raum war das denn? Hier, der war das, genau. Mit den kleinen Menschen hier drin. Und zwar hier drüben, als ich die Tür aufgemacht habe. Da sind schon wieder irgendwelche bösen Monster. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich noch die Tür hier einmal aufmachen. Hier oben war nämlich auch noch eine verschlossen. Hier habe ich noch eine Waffe gefunden. Und jetzt... sind wir wahrscheinlich einfach nur oben. Und dann müssen wir gleich gegen Grubenhauer kämpfen. Ein zumindest. Vielleicht sogar mehr. Mal schauen. Und mal schauen. Da, eine Ameise. Ah, hier, was ist das? Eine Höhlengrille. Wieso ist sie denn hier oben, ey? Damit ich die gleich als Erste mache, weil ich mal aushalten. Voll heftig, die Viecher, ey. Säure. Ah, da ist ja schon die Ameise. Verbrannte Ameise. Kein Wunder, dass die alle verbrannt sind, ey. So, was haben wir hier noch? Grubenhauer haben wir da irgendwo noch, ne? Grubenhauer, wo ist er? Ist er weggelaufen? Da ist er. Der ist sauer. Er will seine Ruhe haben. Ja, kann ich verstehen. Da wäre ich aber auch angepisst. Oh, Anzugfilter. Okay. So, dann schauen wir jetzt mal weiter. Was gibt's denn hier noch Schönes? Oh, das ist so cool gemacht hier, ey. Ah, schön. Der Biber. Der chillt. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Aha, eine Ratte. Zack. Die ist ja wenigstens ganz schnell weg. Gibt schön Rattenfleisch. Rattenfleisch. Und noch mehr Zeug zum Looten. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Hätte ich das gewusst, ey, dann hätte ich das vorher noch gemacht. Was ist das denn? Das sieht ja aus... Das sieht aus, als würde der eine riesengroße Brille tragen. Wie cool. Chirurgenmaske brauchen wir ja eigentlich nicht. Arrestzellenkonsole. Oh ja, das gucken wir uns gleich auch noch an. Aber erstmal schauen, ob hier noch was ist. Wollen wir Fenster aufmachen? Wenn wir die Fenster auch noch aufmachen. Liegt hier noch irgendwas? Ein Eimer. Ein Eimer. Und irgendwo krabbelt es hier doch schon wieder. Ist hier auch noch was drin? Nee. Ich habe mich gerade gar nicht getraut, da reinzugehen. Ich dachte schon, da geht die Tür zu und dann komme ich nicht mehr raus. Nee? Nee. Okay, dann schauen wir mal, was man hier so machen kann. Arrestzellenkonsole. Alle hier enthaltenen Daten sind Eigentum der Enklaven-Forschungsabteilung. Nicht genehmigte Vervielfältigung, Modifizierung oder Übertragung ist streng verboten. Vervielfältigung? Auf YouTube. wollen wir einfach mal alle einmal anklicken. Subjekt in Zelle B03 für die Untersuchung vorbereiten. Aha, mehr Sachen sind das nicht. Abbrechen. Ich mach's selbst. Walton. In Zelle A5 eliminieren. Okay, unbekannter Nutzer. Daten nicht gefunden. Hä? Okay. Wiggins. Notfallabriegelung. Zellblock B. Unter unbekannter Nutzer wieder nicht gefunden. Was gibt's noch? Nix. Okay, das war's schon. Aha. Das sind ja mal super interessante Neuigkeiten jetzt gewesen. So, was gibt's hier? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Müssen wir hier rein? Was gibt's denn hier Schönes? Alter Sack. Boah, so groß sind die? Ich dachte immer, die wären kleiner. Tag 151980 D. Evans. Temperatur im Labor auf 22 Grad Celsius erhöhen. Auftrag ausgeführt. Bitte bestätigen. Bitte bestätigen? Du sollst mal meinen Auftrag ausführen, ey. Ah, ich dachte gerade, und jetzt wird's wärmer und der springt uns gleich an. Geh mal zum Zahnarzt, ey. Snellygaster. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Jeder einzelne Test, den wir durchgeführt haben, war ergebnislos. Wenn das jetzt die Welt an der Oberfläche ist, bleibe ich wohl lieber hier unten. Ja, mit den Viechern zusammen? Nee, ich glaube nicht, ey. Oben kann man wenigstens noch woanders hin. So, Stimpack. Sehr schön. Kondensator, Standardplatte vom Militär. Also, tolle Sachen gibt es hier irgendwie auch gar nicht, ne? Ich dachte, hier wären bessere Sachen, besseres Loot. Na, da war wenigstens mal was drin. Oh, wie schön, ein Ei. Oh, ist das ein Todeskrallenei? Das sieht ja cool aus, ey. Das will ich auch in meinem Camp. In meinem Camp. Achso, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Auch schön, dann gehen wir hier wieder zurück. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Einmal Lunsen. Ja, hier liegt noch was.
Und hier gibt es noch Plastik. Plastikbeutel hat, den will ich auch, bitte. Den will ich auch. Simpack und Fury haben wir den jetzt immer noch nicht eingesammelt. Meine Güte. So, jetzt aber. Da ist eine Arzttasche. Ernsthaft muss man hier eventuell runter, um für Whitespring was zu besorgen. Das ist doch in so einer Arzttasche immer drin. Hart, richtig hart. Hier oben? Nein. Okay, dann müssen wir jetzt hier lang. Hier geht's weiter. Mal schauen. Alles kaputt. Oh, wie das hier aussieht. Ich trau mich da gar nicht hin. Auftrag 15981K Jones. Barometrischen Druck in Arrestzelle 2C auf 2400 Millibar erhöhen. Fehler. Begriff Millibar unbekannt. Bitte Auftrag neu eingeben. Millibar. Wie cool, ne Mireluk, Mireluk. Ist das hier so ein Skorpion? Wie cool, ey. Ein leuchtender Skorpion. Ja. Mit Red, aha. Ja, weil der leuchtet, ne? Das ist ja cool gemacht. Und was ist das hier? Oh, eine Mutationsschere. Heftig. Stell dir mal vor, das Ding hätte so einen riesen Kralle, ey. Oh, krass, krass. Was gibt's denn? Oh, oh, ernsthaft, ich habe mich so gefreut, ne? Kennen wir schon. Buffets und abgekochtes Wasser nehmen wir auch noch mit. Aber hier lacht doch noch irgendwas. Ja, die Chirurgenmaske. Nee. Hier vorne war's. Was ist denn jetzt schon wieder hier im Weg? Mann, alles durcheinander. Grubenhauer. Forschungsabteilung der Enklave. Exemplar B06. Das hier tut mir schon fast leid. Die Späher haben zwei davon aus Welch mitgebracht. Wir vermuten, dass sie früher dort gewohnt haben. Ubala. Entschuldigung, das war meine Maus. Sie scheinen über eine gewisse Intelligenz zu verfügen. Nach dem Entfernen der des Beatmungsgeräts bei einem der Exemplare ist es fast sofort erstickt. Übel! Weitere Untersuchungen könnten lohnenswert sein. Ja, ja. Deswegen tragen sie das immer. Deswegen versteht man die auch so schlecht. Alle lungenkrank, ey. Ja, wenn man unter Tage arbeiten muss, dann holt man sich auch automatisch was weg. Guck mal, schau, was gibt hier noch? Hier ist noch ein Löcher. Den nehmen wir noch mit. Noch sind wir nicht überladen. Ach, eigentlich möchte ich mal zurücklaufen, aber ob das was bringt. Erstmal schauen. Versteckt. Hier ist nichts. Krass, voll gewuchert, ey. Sieht ja schon cool aus. Schon cool gemacht. Keine Notizen und gar nichts. Hier muss doch irgendwo was sein. Plastikschale. Achso, entsperren. Ab auf null. Das ist schön. Muss ich hier immer meine Karten rumswitchen. Schrauben Sie hier, Schraubenschlüssel, Plastikschale, Dinnerteller, technisch Daten. Dinnergabel, Kaffeetasse. Moment, da passiert was. Da passiert was, eine leuchtende, kranke Todeskralle. Oh nö, das arme Tier. Kann sich gar nicht richtig bewegen. Ich bin verletzt. Ja, ich helfe dir ja. Bleib bloß weg. Bleib doch weg. Ich will looten. Das ist auch viel wichtiger als das Viech erstmal zu besiegen, ne? Ja, Priorität. Looten ist meine oberste Priorität. So, aber jetzt haben wir sie gleich. So ganz ohne Kampf wäre ja auch langweilig hier drin, ne? Na? Immer noch. Sie versucht aufzustehen und es nicht schafft, ne? Voll böse, ey. Irgendwas verstärkt das Beinkleid. Ja, irgendjemand hat die hier gefressen wahrscheinlich. Ey, Knabenleiche. Der sieht aber auch heftig aus, der Typ, ey. Ja, wenn man in so einem Labor arbeitet, dann muss man damit rechnen, ne? Dass irgendwas passiert. Ist da noch irgendwas hier vielleicht drin, in der Gabel? Ja. Und nochmal eine Chirurgenmaske. Davon liegen hier aber viele rum, ey. Heftig. Und schauen wir mal hier auf der Seite. Da ist wieder was zu verwerten. Ja, endlich was zu verwerten. Alles verwerten. Hier Rüstung war das. Das kann doch. Was haben wir hier noch Schönes? Kann man den hier? Futterschacht aktivieren. Arrestzellen, Schlüsselkarte. Den nehmen wir erstmal mit. So, was ist hier drin? Ich trau mich ja hier gar nicht rein. Da kommt bestimmt von hier, kommt bestimmt gleich was runter. Was haben wir hier? Hier ein Pilzsuppe machen. So, dann wollen wir mal hier raus. Erstmal noch die Sachen looten. Looten. Ja, das bleibt euch ja Gott sei Dank sonst verschont, denkt ihr euch bestimmt, ne? Ist auch ein bisschen langweilig. Aber ich brauche neue Sachen, damit ich Munition und alles herstellen kann. So, dann wollen wir mal ausprobieren. Futterschacht aktivieren. Und? Da. Was sind das denn für Sachen? Ein Biber. Eine Enklavenleiche? Was hat die denn da oben zu suchen? Kann man da hoch?
Nee, kann man nicht. Ach, wie schade. Das wäre natürlich jetzt auch noch witzig gewesen. Oder liegt da irgendwas am Rand? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist rund? Oder kann man hier so an die Seite? Aber Luke schließen oder so stand da gerade, ne? Ernsthaft, wie cool. Cool, wir haben die Luke wieder geschlossen gekriegt. Schön, schön. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Hier war es das erstmal, dann geht's hier jetzt rein. Achso, hier, genau. ID-Kartenleser. Ach, das war bestimmt die Karte, die wir gerade eingesammelt haben. Schön, schön. Erstmal schauen. Da sind sie ja. Ja. Entschuldigung. Meine Bewohner müssen alle Zellen aus gutem Grund gleichzeitig geöffnet haben. Ja, das glaube ich aber nicht, ey. Du warst das doch. Funko und Plastikteller. Was ist hier noch? Achso, eine Kraftkanne. Und was gibt's hier? Schrotpatronen und Schießpulver. Sehr schön. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Hier irgendwo mal wieder Fallakte. Nee. Hätte man gerne wieder irgendwie eine schöne Notiz zu irgendwas hier drin. Hundenapf. Ah ja. Hundenapf. Da müssen wir bestimmt gleich rein, ne? Schauen, was hier hinten noch ist. Einfach nur ganz normales Loot. Irgendwas hier drin versteckt. Ein Knochenfräser. Kaffeetasse. Oh, Moment. Heilmittel. Heilmittel. Schön. Ein Heilmittel. Hier ist leider kaputt. Gibt es hier noch irgendwo eine Notiz? Moment. Ah, ne. Knochenfräser. Kaffeetasse. Zigarre. Zweierkugel. Das ist nochmal ein bisschen Plastik. Sehr schön. Und Gleisbolzen. Naja, Gleisbolzen brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Telefon. Hier ist noch was versteckt. Malpinsel und Spielkugel. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Hier liegt ja noch ein Injektor. Brauchen wir den gleich? Ich hoffe nicht. Hier liegt noch eine Kochplatte. Dann müssen wir noch mal kurz zurück. Wo war das? Wo war das jetzt zum Verwerten? Jetzt bin ich schon wieder ganz durcheinander. War das nicht hier? Da vorne ist es. Liegt da noch irgendwas? Nein. Weil hier liegt noch eine Flasche. Wie viel haben wir denn jetzt? Ach, der kann weg. Den brauchen wir bestimmt nicht. Ist hier noch was? Hier ist noch was. Verdauter Glibber. Bläh, bloß weg damit, ey. 296. Boah, übel. Schnell hoch jetzt. Trau mich gar nicht weiter zu laufen. Meine Ausrüstung ist auch schon kaputt. Richtig gemein. Aber noch mehr Loot. Das mag ich ja, ne? Schön looten hier, ey. So, letzte Tür. Noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Doch, im Zielbereich sind wir. Cool. Dann haben wir es fast geschafft. Kaugummi. Ich wäre ja für Kaugummi eher. Sie müssen an Nährstoffmangel leiden. Bitte nehmen Sie sich alle benötigten Vorräte. Okay. Machen wir erstmal die Vasen. Hier. Okay, dann können wir gleich mal schauen. Ach, da geht es ja sowieso nicht weiter. Und hier auch nicht. Da müssen wir da ja hin. Okay. Ach so, das ist das Kabel da gerade gewesen. Ja, mal schauen. Das ist ja sowieso alles leer hier. Schon leer getrunken. Das ist ja hier eine Arbeitsmoral, ey. Da haben sie ja selber alles gegessen. Was ist das denn hier? Das sieht ja komisch aus. Leer, leer, leer. Ja, super Vorräte, ey. Leer, leer. Weinflasche auch leer. Alles leer hier. Vorkriegsgeld. Was wollen die denn mit dem Vorkriegsgeld? Das nützt denen doch gar nichts mehr. Kochplatte. Was ist das hier? Was ist das denn für eine coole Farbe, ey? Haben die versucht, Muffins zu machen? Ernsthaft, Kochmütze. Ja, den Spaß machen wir uns. Den nehmen wir auch noch mit. Was haben wir hier denn noch Schönes? Gar nichts, ne? Alles leer geplündert. Alles leer. Aber da scheint was drin zu sein. Müssen wir wahrscheinlich... Ja, entsperren. Zwei brauchen wir. Plastiklöffel. Trinkglas. Dinnergabel. Tafelmesser. Das scheint ja super lecker gewesen zu sein, ey. Njam, njam, njam. Mich würde einfach mal interessieren, was soll das sein? Warum konnte ich das Rezept dafür nicht finden? Das wäre doch cool gewesen. Das hätten sie da vorne doch einbauen können. Halt, die will ich auch noch haben. Ja, bevor wir weitergehen, machen wir natürlich die Tür da hinten noch auf. Und hier oben ist noch was. Ah, Rattengift ist noch da. Ah, ein paar Dosen nehmen wir noch. Schön, können wir wieder schön Muni nachher herstellen. Das war's. Das war's. So, dann brauchen wir jetzt Einbrecher-Skill Nummer 2. Dann machen wir das hier weg und nehmen die beiden. Und dann gehen wir hier rein.
Ernsthaft? Ich habe gerade gedacht, zack, auf Anhieb, das wäre es ja gewesen. Nochmal erstmal hier umgucken, hier so. Cool. Hat geklappt. So, gleich wieder umrüsten, dass ich das nicht vergesse. Einbrecher weg und konzentriere das Feuer rein. Was haben wir denn? Klebeband. Wodkaflasche ist leer, Zucker und Gewürze sind noch da. Ein Lasergewehr, ein Fusionskern, genau das, was am meisten Gewicht hat und ich überhaupt nicht brauche, ne? Aber das ist wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass man hier sich vielleicht mal ganz toll ausrüsten sollte. Da ist auch noch Pfeffer, will ich haben. Habe ich den eingesammelt? Will den einsammeln? Hier hinten vielleicht, von hier so? Nee, auch nicht. Hier kann man sich raufstellen. Hier so. Ich will den Arm, ich will den Pfeffer haben. So meine Gemeinheit, ey. Dann nehmen wir die Tabletten hier noch mit. Das war's? Ja, das war's. Achso, von hier vielleicht so. So ganz vorsichtig hier. Und da ist doch noch ein Zweiter gewesen. Nee, ach, den anderen habe ich eingesammelt. Cool. Cool. Halt, Moment, hier ist auch noch was. Wenn ich einmal in Loot-Laune komme, ne, dann will ich auch wirklich alles haben. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir hier weiter durch die große Tür. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wollen wir noch was trinken? Trinken. Oh Mann. Bitte entschuldigen Sie das Chaos. Die Bewohner sind unartig geworden nach dem Unfall. Unartig vor allen Dingen. Aha, da ist schon einer. Ich sehe ihn doch. So, dann mal raus mit der Waffe und rein ins Vergnügen. Verbrannten Wissenschaftler. Was? Ja, wie was? Ich. Da hinten ist auch noch... Wieso visiert der eigentlich immer die an, die so weit weg sind? Das gibt's doch einfach nicht, ey. Stopp. Ja, so wird das nix. Anfrage zum Status des Waffenaufbereitungssystems. Duplikat ignoriert. Duplikat ignoriert? Von mir eine Anfrage? Nee. Jetzt sind wir wieder überladen. Oh Mann, ey. So schöne Sachen gibt's hier. So schöne Sachen. Ja, ein großes Trinkglas ist auch wirklich schön. Oh, mal schauen, was ist hier drin? Gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Ich weiß. Also ein bisschen schwierig heute. Mit so viel Gewicht rumzulaufen. Ah, wie schön. Loot. Ganz viel Loot. Aber kein Essen. Keine neuen Rezepte und gar nichts. Schade. Aber das können wir noch mitnehmen. Was ist hier? Ach so, Becken. Wasser wieder. Na, nimm das mit. Und das nimmst du auch mit. Und das hier nimmst du auch mit. Oh, ein bisschen aufräumen hier wenigstens, ne? Den hier nehmen wir mit. Und Vorkriegsgeld ist auch ganz wichtig. Mich würde ja fast schon interessieren, wie viel Vorkriegsgeld ich jetzt hätte. War ja am Anfang so eine Mini-Challenge von mir. Das wäre echt witzig gewesen. Mein Inventar wäre sowas von übervoll damit. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Und? Ah, ganz knapp, wie schade. Esotronic. Ist irgendwas drin? Nö. Aber hier ist ein Skalpell drin. Wie, vielleicht noch was? Hat nicht geklappt. Wie gemein. Das ist bestimmt jetzt so, was will ich denn mit den ganzen Sachen? Ja, wenn ich hier schon bin, dann nehme ich das natürlich alles mit. Und irgendwo höre ich doch noch jemanden. Da hinten ist er doch. So. Machen wir den Offizier noch weg. So, waren das jetzt alle Plasma-Kartuschen? Enklaven-Plasma-Pistole. Leider kein Gewehr, aber eine Pistole ist doch auch schon mal ganz gut. Schade, dass sie keine Zettel mehr sind. Ich möchte nämlich auch gerne hier alles haben, damit ich nicht irgendwelche Geheimdokumente oder Zettelchen oder so übersehe. Das mag ich ja immer gerne. Ne? Kleine Zusatzinformationen bekommen. Geh doch mal weg, ey. Ah, der ist auch nur Level 100, deswegen mache ich so wenig Schaden. 60 geht. Was mache ich denn? Ach so, ich kann nicht. Meine AP sind leer, genau, weil ich so viel wiege. Ja, ich verstehe. Das geht natürlich auch nicht. Wie viele sind das denn, ey? So, aber jetzt. Right away bekommen. Cool. So, wo noch? Moment, das ist dann von der anderen Seite. Nee, doch da oben. Hat er sich wieder versteckt, ey. Verbrannten Wissenschaftler. Das war's mit der Wissenschaft. Cool, und Lasergewehr nochmal extra fallen lassen. Ich 2 Stück von dem bekommen. Wie cool, ey.
Und noch eins. Da drüben ist noch einer. Guck mal, hier irgendwo. Hier kann man noch lang. Da drüben ist er. Kann er uns treffen? Durchs Glas? Natürlich nicht. Durch das Hochsicherheitsglas. Können die durchschießen, ey. Was haben wir hier denn noch? Eine Haarbürste. Da müssen wir bestimmt lang. Oder hier? Den Sperren können wir gleich machen. Ach, ich habe vergessen, die andere Karte wieder reinzutun. Kann das sein? Ey, das macht ja nichts. So, wollen wir den hier erstmal kaputt machen? Jetzt reicht's hier auch mal, ey. Es reicht. Mir scheint, sie haben sie beseitigt, aber es gibt noch mehr. Es wäre schade, wenn sie sie töten. Es wäre schade, wenn sie sie töten? Es wäre schade, wenn die mich töten, ey. Billarddreieck. So, ich glaube, jetzt haben wir hier aber soweit alles. Können wir das hier aufmachen? Was ist hier noch drin? Voll, ist das hier voll riesig, ey. Ich glaube, hier komme ich nochmal zurück und gucke mir das nochmal ganz genau an. Und dann loote ich nochmal ganz viel extra. Habe ich nicht gesagt, Glas brauche ich eigentlich nicht. Na gut, so. Hier hätten sie doch noch irgendwie eine schöne Notiz verstecken können. Hier unten zum Beispiel drin oder so. Nein, Schneidebrett. Na gut, sind ja auch schöne Sachen. Speiseöl. Nehmen wir alles mit. So, Kühlschrank. Ist bestimmt gar nichts mehr drin, ne? Nee, sieht nicht so aus. Mach doch mal hier nicht immer so einen Dreck. Hier ist das doch sowieso schon so unordentlich, ey. Nimm dir doch mal den Besen und feg doch einmal durch, ey. So, Blechdose ist gut für Muni-Herstellung. Speiseöl, Abraxo-Putzmittel. Ja, das nehmen wir alles mit. Was ist hier drin? Tato und eine Old-Possum. Schön. Doch noch was zum Essen gefunden. Hier hatten wir schon rausgeholt, ja. Gut. So, wollen wir mal schauen. Wo geht's jetzt lang? Hat die das jetzt aufgemacht? Die hat uns das aufgemacht, ne? War hier denn noch irgendwas? Da unten vielleicht? Hier noch irgendwo was versteckt? Heilmittel. Heilmittel ist gut. Stimpack. Und hier war auch noch irgendwas. Hier, Schraubenzieher. Der ist leer. Da kommen wir nicht lang. Dann wollen wir einmal gucken, was es hier unten so gibt. Ist einfach nur von unten nach oben hochlaufen, ne? Hier ist aber noch was. Hier ist eine Notiz. Und das meinte ich nämlich. So, Labortagebuch. Forschungsabteilung der Enklave. Wir sind seit Jahren hier unten. Die Arbeit hört nie auf. Jede Woche bringen die Späher irgendeine neue verdammte Ausgeburt. Und jede Woche führen wir unsere Tests durch. Ist das ein Maulwurf? Ist das eine Ratte? Such dir was aus. Ich war kurz davor, sie zu erwürgen, als sie die Grillen mitbrachten. Erinnerst du dich noch an diese Sommernächte, in denen du nicht schlafen konntest, weil eine Grille im Zimmer gezirpt hat? Ja. Und jetzt stell dir ein halbes Dutzend davon vor. Nur, dass jede fast 20 Kilo wiegt. Ja, das sind aber auch echt Riesenviecher, ey. Riesenviecher. Genau, jetzt sind wir wieder hier unten. Können wir die Tür noch aufmachen? Ja, hier noch einmal leere Farbdose mitnehmen. Das ist leer. Hier hatten wir vorhin geguckt. Das haben wir schon alles mitgenommen. Sehr schön. Hier waren wir ja noch gar nicht drin. Haben wir doch noch nicht geguckt. Boah, ist das hier riesig. Klack, 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 klack. Ich glaube, ich brauche demnächst einen neuen Controller, wenn das so weitergeht, ey. Leere Milchflasche. Nehmen wir gerne alles mit. Lass mich raten, die sind wieder leer. Natürlich sind die leer. Im Aktenschrank ist dafür eine Verbandsschere. Und einen Toaster nehmen wir noch mit. Becken. Oh, wieder was trinken. Nee, ein bisschen Hunger haben wir. Hunger. 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 Aber bloß nichts von der komischen Grütze da essen, ey. Ding. Ich habe Hunger. Mach mir was. Brauch mir was. Können wir leider nicht. Leider nicht. Müsste ja eigentlich auch gehen, oder nicht? Hier ist ja auf jeden Fall Strom und alles. Naja, wirklich seltsam. Ofenhandschuhe. Nee, alles leer. So, machen wir das Rauschen aus da jetzt. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Servieren. Rattengift können wir uns kochen. Lecker, lecker. Machen wir die Tür auch noch auf. So, jetzt war es das aber, oder? Jetzt war es das. Jetzt haben wir alles. Alles eingesammelt. Dann nehmen wir noch ein bisschen von dem Fleisch und den nehmen wir auch noch. So, dann haben wir wieder alles voll. Oh, Löcher können wir noch mit dem Schüssel. Hier liegt ja auch noch was. Noch mehr Tabletts. Nein, das war's jetzt aber. Ist hier noch was drin? Ja, hier ist auch noch eine Schere drin. Moment, hier ist ja auch noch mehr. Noch mehr. Lululu. So, jetzt reicht's aber. Jetzt wollen wir hier raus. Jetzt wollen wir weitergehen. Jetzt reicht's auch irgendwann mal. So, wo müssen wir hin? Rechts, links? Oh, Besen noch einsammeln hier. Aktenschrank noch irgendwo eine Notiz. Ein Filzhut. Filzhut können wir noch mitnehmen. Schön. Da
Was packen Sie denn bitte in Ihre Waschmaschine rein? Kronkorn. Achso, ja, Kronkorn ist gut. Trockner. Putzmittel. Da haben wir doch was. T-Shirt und Hose. Ist hier noch was versteckt? Irgendwie oben drauf auch nicht. Hier unten noch irgendwo was. Eine Notiz. Ich hätte gerne noch eine Notiz. Boah, ist das riesig, ey. Dauert das eigentlich länger als Volt? Auftrag verweigert. System läuft ordnungsgemäß. Was hat die denn immer, ey? Das würde auch schneller gehen, wenn ich nicht so viel looten würde. Ich weiß. Aber das will ich natürlich hier nicht entgehen lassen. Jetzt sind wir ja sowieso überladen. Deswegen, ihr kennt das ja. Oh, Kleber ist gut. So, was gibt's hier noch Schönes? Hier könnte man sich auch ausruhen jetzt, oder? Einmal schön hinlegen. Ernsthaft, Bett ausruhen. T-Shirt und Hose nehmen wir noch mit. Das braucht ja hier eh keiner mehr, ne? Nehmen wir noch eine Vase mit. Glas. Aber schön gemacht, ey. So viele Kleinigkeiten, an die sie gedacht haben. Aua! Ich habe ihn doch gerade noch gesehen, ey. Boah, wie der weggefetzt wird. Voll fies. Boah, ist das weit. Da können wir nicht lang. Komm ich hier rein? Hier sind bestimmt auch welche drin, oder? Nee? Das ist kaputt. Oh, das würde ich ja eigentlich nicht mitnehmen. Aber naja, gut. Trinkglas vor allen Dingen. Oh, Zahnpasta und Zahnbürste. Das ist gut. Das ist immer gut. Wofür auch immer, aber das ist bestimmt für irgendwas gut. So, also wollen wir mal hier schauen. Hier ist bestimmt... Oh, irgendwas versteckt. Nein? Nein. Doch, eine Seife. Und eine Zahnpasta. Schön, schön. Verbandschere, Laborkittel und Seife. So dolle Sachen sind hier irgendwie nicht, ne? Und eine leere Milchflasche. Ja, super. Das ist auch ganz dolle wichtig. Boah, wie groß das hier auch ist. Ich werde ja hier nie fertig entsperren. Ja, natürlich entsperre ich gleich. Kopf, verbrannten Wissenschaftler. Gib mir allein Geld, Geld, Geld. Geld haben die gar nicht mehr. Oh, das ist gut. Hier, schön Plastik. Gib mir die Spielkugeln. Mal schauen. Hier ist auch noch irgendwas. Ah, heftig. Achso, hier hätten wir reingehen können. Okay, ist hier noch irgendwas? Jukebox aktivieren. Ach, die Jukebox geht? Na? Nee, geht anscheinend doch nicht. Schade. Ein bisschen Musik wäre mal ganz schön gewesen jetzt. Achso, ein bisschen Musik ist da ja wirklich. Tatsache. Mit Waltons Schlüssel aufgeschlossen. Cool. Mit Waltons Schlüssel vor allen Dingen. Was war denn dann da drin? Einmal schauen. Also hier Manta Man Comic. Brotkasten, Dinnergabel. Achso. Genosse Moppel. Nicht hier. Nuka-Cola war hier wieder drin. Wie schön. Nicht wir. Nee, ich will auch gar keiner von euch werden, ehrlich gesagt, ey. Auch wenn ihr mich dann in Ruhe lassen würdet, höchstwahrscheinlich. Da unten, ne? Ja, aber wir wollen hier noch rein. Was brauchen wir? Eins? Halt, Moment, wir brauchen den hier. Ah, nee, nicht Frontschwein, Einbrecher. Hier vielleicht rein, da ein Stück zurück. Bisschen weiter noch, ne? Hier so. Hier so? Hier so. Ah, noch ein kleines Stückchen. Jetzt aber, oder? Oh, so, geschafft. Oh. Ach stimmt, wir haben die Karte noch nicht wieder drin. Ist da noch einer? Irgendwo war da doch noch einer. Daytripper. Das braucht man hier wahrscheinlich aber auch. So, pack die mal wieder weg. Wir gucken mal hier, was es hier hinten noch gibt. Abgekochtes Wasser, goldene Taschenuhr und Knochenfräser. Die pennt. Hier ist was versteckt. Mein Fehler. Forschungsabteilung der Enklave. Das ist alles meine Schuld. Ich konnte einen Teil des Codes in die Finger bekommen, den diese Kriecher im Whispering für die Integration von Modus verwendet hatten. Ich dachte, ich könnte Sodus damit verbessern. Vorher war sie einfach unnütz. Was bringt es, wenn ein KI die Anlage leitet, aber Stunden für einfache Aufgaben benötigt? Oh Mann, das tut mir so leid. Aha, wieder ein menschlicher Fehler eigentlich. Ach, weil wir wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Wecker. Das war's. Dann brauchen wir erstmal unsere andere Karte wieder. Konzentriertes Feuer. Und dann schauen wir mal nach unten. Aber da war noch irgendwas, ne?
Hat doch gerade schon wieder so jemand geschrien. Oh, ab ins Wasser. Nein, ich glaube nicht. Durch die Tür gehen wir dann das nächste Mal. Tschüss.